Willkommen zum letzten und sechsten Storyteil, der mit dem letzten großen Update ins Spiel kam, Freunde. Und dieser lautet ein ungeschliffener Diamant, eine Anspielung auf die Fähigkeiten von Emma Frost, denn um die geht es in diesem Teil. Und tatsächlich gibt es keine weiteren Story-Quests. Natürlich können weitere Story-Quests mit dem nächsten großen Update nächste Woche hinzugefügt werden. Am 1. Oktober, da ja Fortnite mehr kommt, Doom noch besiegt werden muss und so weiter. Oder die Story wird auf eine andere Art und Weise erklärt. Fakt ist, Freunde, erstmal müssen wir Emma Frost besiegen. Dann können wir uns um Doom kümmern. Der erste Auftrag lautet, finde Hopes Anweisungen in der Nähe von Dooms Courtyard. Denn im Moment ist es riskant, mehr zu sagen, laut Hope. Also gehen wir erstmal dahin. Wenn wir dann hier sind, Freunde, gehen wir zum Ausrufezeichen und interagieren mit diesem Wegwerftelefon und reden mit Hope. Hey, ich bin's. Sorry für die Umstände. Auf diesem Kanal sind nur wir zwei. Emma ist Telepathin. Daher musste ich dafür sorgen, dass unser Gespräch sicher ist. Tony hat Energiedämpfer entwickelt, damit Emmas Psychokräfte nicht so zur Entfaltung kommen. Bring alles in Ordnung und mach dich bereit für einen Kampf. Der Grund, warum wir erstmal zu Dooms Courtyard gehen mussten und ans Telefon gehen mussten, wo nur Hope ist und nicht das Orakel oder auch Jones. Als nächstes müssen wir einen Sturmvorhersagetürm benutzen, das heißt die drei Handlanger erstmal eliminieren. Es gibt ja pro Runde 1 bis 2 Sturmvorhersagetürme, die auf der Karte markiert werden. Dauert aber eine Weile, bis die überhaupt spawnen. Denn mit diesen Stationen können wir mit noch ein wenig Tüftelei, also ein bisschen Modifikation, Emma Frosts Agent aufspüren. Mal gucken, wer das sein soll. Also Freunde, genau diese Handlanger meine ich einmal eliminieren. Da sind ja latverische Soldaten und natürlich die latverische taktische Elite. Nachdem ihr alle drei eliminiert habt, droppt der Boss von den drei eine Sicherheitskarte, beziehungsweise die Zugangskarte für den Sturmvorhersageturm an der jeweiligen Stelle und wie gesagt 1 bis 2 gibt es pro Runde. So sehen die Icons dafür aus und dann geht ihr zum Terminal und sichert die Sturmvorhersage. Scheinbar Agenten von Emma Frost bereits angefangen haben nach uns zu suchen, dem Schleifengänger bzw. dem Helden, der eben den Superhelden auf der Karte hilft. Dann müssen wir als nächstes einen Spielspezialisten oder einen Versorgungsspezialisten rekrutieren als Unterstützung im Kampf gegen Emma Frost. Und wir können einmal Artemis rekrutieren oder ganz oben, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Centurion. Dafür braucht ihr natürlich erstmal 200 Goldbarren. Sieht recht ruhig aus. Platziere die Energiedämpfer. Also setzen wir jetzt die neue Technologie von Tony Stark bzw. Iron Man ein und das bei The Raft, Freunde. So Freunde, dann geht ihr auch zum letzten Ausrufezeichen hin und markiert einen letzten Energiedämpfer, der folgendermaßen aussieht. Das war der letzte. Emma ist wohl sauer. Ich wechsle wieder auf den Hauptkanal. Wir müssen den Angriff gut koordinieren. Hope, bist du da? Ja, Emma ist stinkig. Wir arbeiten dran. Nein, es ist, die Rissleuchtfeuer empfangen ein Signal. Ein wirklich großes, feindliches Signal. Und es kommt schnell näher. Doom? Nein. Wir sind noch nicht bereit dafür. Wir sind bereit. Du bist bereit. Aber neutralisieren wir erst Emma, dann kümmern wir uns um Doom. Hope? Gib mir eine Sekunde. Super Bösewicht in dieser Season Doom ist fast mit seiner Rüstung fertig und die Rissleuchtfeuer empfangen ein großes böses Signal von ihm, der sich immer schneller nähert. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall Emma Frost eliminieren bzw. besiegen, bevor Doom hier ist. Also bringen wir den gelben Balken von oben einmal auf schwarz. Sehr gut. Ich drehe hier durch. Gerade dann, wenn sich alle hier auf mich verlassen. Ehemalige prophetische Helden stellen sich gerne als ruhig dar. Aber das sind sie nicht. Sie schreien. Sie weinen. Manchmal brauchen sie sogar einen Eimer. Weißt du warum? Weil es ihnen wirklich wichtig ist. Was mir wichtig ist, ist völlig egal, wenn mich Doom zerquetscht. Oh ja, er könnte dich wie ein Wurm zerquetschen. Da hast du recht. Aber deine Beharrlichkeit, deine Leidenschaft für den Kampf, selbst in schwierigen Zeiten. Deswegen folgen sie dir, Hope. Deswegen bist du eine Heldin. Also tu, was du tun musst. Schreie, weine, nimm dir einen Eimer. Aber versuch es.
Denn nur wer es versucht, kann auch gewinnen. Hordat hat extrem Angst und das auch zu Recht, weil auch das Orakel bestätigt, dass Doom eigentlich vom Powerlevel her Hope wie einen Wurm zerquetschen könnte. Und das wissen auch Marvel und Fortnite-Fans beide. Aber genau das macht eine Heldin aus. Die Leidenschaft für den Kampf in selbst schwierigen Zeiten, wie das Orakel sagt. Sie spricht auch von der Erfahrung von ehemaligen prophetischen Helden, die sie begleitet hat bzw. unterstützt hat. Und das macht sie auch jetzt bei Hope. Sie versucht genauso wie Jones, also Hope zu motivieren und zu unterstützen, von dieser Überforderung wegzukommen und sich zu fokussieren. Und somit lautet unser letzter Auftrag, rede mit Hope über den finalen Kampf, also gehen wir zu ihrem NPC in Sandy Steps. Ja, Freunde, also ich dachte, da kommt noch mehr, aber es war, glaube ich, der einzige Dialog, den Hope bei ihrem NPC hat. Ich glaube, wir sind bereit, Doom zu begegnen. Aber das war's, Freunde. Das waren die Story-Quests in dieser Season. Vielleicht geht es ja mit Version 31.30 weiter, beziehungsweise mit Fortnite März 2024. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Lasst gerne ein Abo da, über ein Like würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal.